deutsche Meisterschaft in dieser Sportart. Ja, es gibt in Deutschland eine Liga, in der zweiten und dritten Liga, das ist ganz normal deutsche Meisterschaft wie in anderen Sport auch. Und es gibt seit 2004 gibt es offizielle Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Also wird noch ausgetragen, leider sind wir nicht paralympisch, aber das ist die Arbeit. Ja, also ich denke mal, eine Demonstration für heute hier bei der U19 EM, das kann nur ein Hinweis sein, auf den Sport weiter nach vorne zu bringen. Wo kommen die Spieler her? Ganze Bundesrepublik verteilt oder gibt es da regionale so Zentren, die bei uns hier im Vorwahl und Weißenberg zum Beispiel? Auf jeden Fall gibt es bei uns auch Zentren, also wir sind in Süddeutschland, in Deutschland vertreten, bei der Wohnbau ist vertreten, bei der Nationalmannschaft ist es in Deutschland. Und eben auch dann in Richtung Berlin und Norddeutschland dann in der Nähe von Rostock haben wir auch noch geschafft. Aber sonst hat man auch die Erzählungen, weil es auch leichter ist, sage ich mal, auf dem Freundschaft oder sowas auszusagen. Ich denke, es ist wahrscheinlich mein Vorder draußen, weil wir nicht so groß sind. Aber macht auf jeden Fall Spaß, dass man das zu messen mit dem Westen der Freundschaft. Ich schalte vor, die Ursprünge dieser Sportart, wo sind die begründet? Ist das eine deutsche Erfindung oder kommt das eher aus dem Ausland? Also es gibt da zwei Richtungen. Ich würde auch mal wissen, ihr müsst ein bisschen anfeuern, die Deutschen, oder? Das ist ja auch ein klares Problem, ne? Also ich denke, die Schweizer sind gerade ein bisschen top, oder? Ja, ich bin auf jeden Fall vorteil, weil natürlich eingespielt sind, und aufgrund der Tatsache, dass wir einige Spieler fehlen, und auch die Rückstellung, kommt es leider nicht rein, aber es sind auf jeden Fall runter. Und sie haben sich weiterentwickelt. Das ist für die Bissarten, die haben immer die Spieler nach vorne gemacht und engagieren sich auch sehr stark. Ja, Deutschland war ja immerhin auch schon mal Weltmeister in der Disziplin. Richtig, also letztes Jahr haben wir in Italien den Weltmeistertitel gewonnen gegen die Holländer. Was für mich persönlich schon sehr schön war, weil man muss sich vorstellen, dass es eine Position gibt, die Deutschland zum Eishockey gibt, wenn die Russland gewonnen hat, so war es für uns. Wir haben das erste Mal überhaupt die holländische Nationalmannschaft überhaupt geschlagen in einem offiziellen Wettbewerb, wenn es dann natürlich eine Verlängerung ist. Der Weltmeistertitel rausgeht, ist eine Riesensache. Wird in der Regel auf dem großen Feld gespielt oder eher auf dem kleinen? Also die Felder sind schon etwas kleiner als im Maße 26 auf 16 international. Und in der Bundesliga können wir von 24 auf 16 oder auch von 26 auf 16 spielen. Aber so, der Torkreis ist noch ein bisschen anders, der ist nicht rechtlich, sondern im Halbkreis. Die Schweizer haben es drauf. Ja, ich merke schon, ich bin normalerweise bei der Wand und würde jetzt versuchen zu intervenieren, aber das darf man nicht machen. Ist ja auch heute noch ein Niveau-Spiel, also es geht hier nicht um den Sieg oder Niederlage, sondern einfach um die Sportart in der breiten Masse vorzustellen. Auf jeden Fall, also ich denke, wir freuen uns auch wirklich, die Möglichkeit zu erhalten, weil viele Leute kennen uns vor uns, vielleicht auch viele Regionen und ein Land oder so, sagen, hey, so was ist das für euch oder sowas, kann man das sicher versuchen, die Möglichkeit zu geben, auch was zu betreiben. Das macht wirklich viel Lebensqualität aus. Sind das spezielle Rollstühle für diese Sport oder sind das die normalen Rollstühle, die sonst auch benutzt werden, außer mit denen, die diese Stehen dann vorne haben? Also die Rollstühle sind eigentlich alles Spezialanfertigung für den Sport. Die sind komplett fest, die machen eigentlich nicht wirklich. Fahren 15 km/h, was ein normaler Rollstuhl eigentlich gar nicht wert. Es ist sozusagen die Verarbeitung der Rollstühle. Ja, das merkt man schon, da ist auch ganz schön Tempo dabei. Manche haben hier in der Schweiz auch eine kleine Landschau unter dem Rollstuhl. Das macht sich besonders schön. Auf
auf jeden Fall. Ich meine, es ist wie bei uns, wenn man hier sein spezielles Kettchen an der Rollstuhl macht, ist es natürlich der Rollstuhl auch so. Das ist natürlich nicht das Standstück, das ist ein Standstück, den zeigt man natürlich genau. Ja, aber ich denke, wenn wir so langsam müssen wir zum Ende kommen. Die Mannschaft ist schon wieder da. Weiß ich nicht, wie man kommt auf die Schule. Genau. So. Wir sagen erstmal Dankeschön. In der zweiten Runde brauchen wir zwei Aufwachsfragen mit deiner Aufstellung und der Regelungsfrage zu bringen. Okay, wir danken dem Gehoff-Team der Nationalauswahl Deutschlands gegen die Schweiz in der zweiten Pause. Die zweite und jetzt geht es hier weiter beim Spiel Deutschland gegen Ungarn.